Seid gegrüßt, meine Freunde, euer Sertes Berg am Start mit einem neuen Video für euch und der zweiten Folge. Wir vergleichen Blutwaffen. Heute leider keine Bossfights, die ich euch zeige, sondern zweimal diesen wundervollen Mob. Jeder kennt ihn, der meine Videos mehr oder weniger verfolgt. Ich habe leider keine Bosse mehr übrig in diesem Durchlauf und mir deswegen nochmal einen neuen Chart zu erstellen für jedes Mal. Mit jeder Blutwaffe wird ein bisschen viel, weil wir haben 40 Blutwaffen und ich habe nicht so das Bedürfnis, jedes Mal dafür einen neuen Charakter zu erstellen. Dementsprechend tut es mir leid, aber ihr müsst euch mit diesem Mob zufrieden geben. Um Reduvia handelt es sich. Wir werden zweimal ihn töten, einmal nur mit Waffenschaden und dann mit der Kriegsasche. Wir haben zweimal Reduvia an, einmal das Siegel der Drachenkommunion, die weiße Maske, Jubel des Blutes, Millicents Prothese, Ritual, Schwert, Talisman und die Scherbe von Alexander. Man könnte aber auch Scherbe eines Kriegergefäßes nutzen. Das sind Stufe 155, wir haben Arcane-Energie auf 60, weil das Mid-Cap ist. Für Blutung, Hardcap müsste, glaube ich, 80 sein. Legt mich aber dafür bitte nicht auf den Scheiter. Wir sind Stufe 155. Wenn ihr es auf 150 haben wollt, nehmt am besten aus Weisheit oder sonst wo, wo es nicht braucht, 5 Punkte raus. Steckt sie woanders rein und alles ist fein. So. Ja. Auf jeden Fall, wir fangen an uns mit Flamme. Gib mir Kraft zu buffen. Goldener Schwur. Dann sind wir auf jeden Fall durchgebufft. Können dann in den Stealth-Modus gehen. Schlucken uns einen Mana-Pot. Laufen ran. Backstabben ihn. So. Dann können wir schon mal auf die Heal-Tränke umwechseln. Das ist sehr blöd, weil das macht böse Schaden. Und wir sind am Arsch. Fuck. Also, so sollte es natürlich nicht aussehen. Ne? So. Jetzt aber ein schön. Diesmal fettfingern wir nicht, failen nicht. Wir töten ihn einfach und alles ist Gucci. Ja? So. Wie gesagt, goldener Schwur. Flamme gibt mir Kraft oder umgekehrt, je nachdem, wie ihr gerade Bock drauf habt. Ja. So. Bumm. Dann können wir backstabben. Und diesmal fangen wir mal mit der leichteren Variante, sag ich mal, an. So. Und putzen einfach direkt. So. Ja, mein Freund. So. So. Er hat uns zwar Schaden zugeführt, aber wenn ihr es wirklich sauber spielt, könnt ihr ihn töten, nur mit der Kriegsasche, ohne ein einziges Mal Schaden zu erleiden. Es ist möglich, ich habe es auch schon geschafft. Nur musste ich das Video löschen, weil der Ton absolut für den Arsch war. Ja. So. Jetzt machen wir das nochmal schön, aber diesmal ohne, ohne Kriegsasche. Oh, du solltest nicht hauen, du solltest eigentlich nur dingsen. So, zapp, Flamme gibt mir Kraft. Goldener Schwur. Können wieder umwechseln, so. Mana-Pot rein. Können auf den Heal-Pot wechseln, weil den brauchen wir definitiv. So, Backstab. So. Weil der geht nämlich richtig ab, der Gute. So. So. Aber ihr habt es gesehen, wenn man ein bisschen Timing hat und generellen weiß, sag ich mal, wie alles so funktioniert, kann man
als auch ohne irgendwas zu schlucken, ohne sich buffen zu müssen und. Aber mit den Key-Items, sag ich mal, mit weiße Maske und Juwel des Blutes, seid ihr sehr gut aufgestellt, um eigentlich so gut wie jedes Blutbild zu spielen. Die Items solltet ihr haben, weil das sind insgesamt an die 30% Schaden, die zwei Items, die sie euch geben. So. Zu meinem Fazit. Es ist ein guter Dolch. Es kommt zwar immer noch nicht an Rivers of Blood ran, obwohl Rivers of Blood schon öfters gepatcht wurde. Auf Deutsch blutige Ströme. Wer gerne wirklich sehr nah in Nahkampfreichweite ist, würde ich sogar schon fast sagen, dass die Dolche mit einer der besten sind. Ne? Ihr könnt es natürlich kombinieren mit Scharlachfäule, Frost, Gift, whatever. Ne? Ihr müsst ja nicht Doppelblut spielen. Aber ansonsten, der FP-Verbrauch von der Kriegsasche ist sehr gering, wenn nicht sogar kaum vorhanden. Ich müsste lügen, um zu sagen, dass es sogar die günstigste ist, die es derzeit gibt oder mir bekannt ist. Fazit: Es ist von der Kriegsasche an sich eine echt gute Mid-Range-Waffe und von dem Damage Output, wie, so schnell wie das Blut aufgebaut wird, ist auch ganz fein, aber die Reichweite ist etwas, naja. Vorteile: Blutungsaufbau gut, Kriegsasche sehr gut, negativ ist die kleine Range, aber overall ist es ein sehr guter Dolch, womit man ein bisschen rumprobieren kann und Spaß zu haben. Ansonsten kommt jetzt der Abschied. Schaut gerne bei mir auf Twitch vorbei. Lasst dann ein Follow da. Ich bin de derzeit fast daily am Livestream. La derzeit aber Diablo. Elden Ring ist bei mir derzeit so eher etwas die Luft raus. Ich werde statt alle 2 bis alle 3 Tage einmal die Woche, wenn nicht sogar alle 2 Wochen, ein Elden Ring Video bringen. Dafür aber etwas komplexer mit genauen Angaben, was, wie, wieso, weshalb, warum ist. Dann aber. Jetzt habe ich den Verlauf verloren. Genau, schaut bei mir auf Twitch vorbei. Lasst dann ein Follow da. Wie gesagt, derzeit fast daily am Livestream. Lasst, wenn es euch gefallen hat und euch die Serie interessiert, auch gerne ein Abo da. Schaut bei mir auf dem Discord-Server vorbei. Connectet euch da, ladet gerne Freunde ein. Habt Spaß. Wir haben auch eine Abstimmung derzeit am Laufen, welche Spiele wir auf YouTube oder auf Twitch live streamen, geschweige von Let's Playen. Schaut da gerne mal vorbei. Solltet ihr ein Spiel haben, was nicht aufgeschrieben ist, schreibt es mir. Ich schaue, ob ich es habe. Und dann können wir das mit in den Pool reinwerfen. Ansonsten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht es gut und ciao. Shootings.